Die Geschichte sagt, dass du wie ein Vater sehr ungeduldig, sehr hart in der Tür hat. Neun Tage sagt er, dass seine Tochter merkt ein Geschenk reut. Ein schmackes, gelblankes Geschenk. Und er grinst er und er sagt, wieso verbrückst du über ein Geschenkepapier, wenn es keine besondere Zeit ist? Und er struft seine Tochter, und er sagt, wir haben nicht viel Geld. Die Tochter kriegt ihm sehr trühartig an. Und sagt, Papa, das Geschenk ist für dich sehr besonders. Und der Vater, der das Leid, was er getan hat. Er wacht, nächsten Tag zum Morgen. Wenn es der Tochter absteht, kommt der Tochter, bo sich nur an. Und er sagt, Papa, hier ist das Geschenk für dich. Das ganz allein für dich. Und der Vater merkt das ab. Und wenn er das merkt, sieht er, dass eine Lade aus. Und war er in seine Ungeduld, in seine Karte in der Tür, schreckt er seine Tochter an. Und er sagt, weißt du nicht, wenn du ihm ein Geschenk gibst, dann musst du wohl pensen, du kannst nicht bis eine Lade aus wem geben. Und er sei ungeduldig, sei anweilig mit seiner Tochter. Der Tochter fängt an zu rühren. Und sie sagt, weißt Papa, das Geschenk ist voll von Küssen. Er kann dir Küsschen nehmen. Jeder Tag kannst du einen Kuss mitnehmen. Das ist für dich, von mir. Und den Vater, der hat sehr leid, was er getan hat. Die Geschichte sagt, dass das Vater heute hier blanke aus, besieht sie im Bad für viele Jahre. Im Tag, wenn er einmal durch wir, mögt er ab. Und dachte an, dass er wie ein Kuss bin von seiner geliebten Tochter. In Matthäus Kapitel 18, Vers 3 und 4, sagt Jesus, er nimmt ein Kind und er sagt, wenn ihr nicht so wollt, aus diese Kinder, dann wollt ihr niemals im Himmel regnen kommen. Wer ein von den Kindern abnimmt, nimmt nie ab, sagt er nur. Diese Tochter wie sehr klar, die Dose wie nicht ladig, sie glaubt dort, dass du wie was bist. Und sie lehrt den Vater eine große Lektion. Den Glauben, was ich und du haben an Gott und Jesus Christus, hat viel zu tun mit Glauben und zu sein. Und Jesus sagt, und er spricht ins Motto, glaubt, so ist diese kleine Tochter gläuft. Du ist nicht bloß ladig. Du ist nicht bloß nisch. Das ist nicht bloß ladig, tausend ladig wird. Du hast was dort hängen. Du hast Gott dort hängen. Und wenn wir Gott in der Leibwelt erfüllen, müssen wir dich annehmen und glauben. So, aus der Vater durch viele Jahre haben wir im Glauben den Leib von seiner Tochter annehmen. Dort halb am zu sein, wo Gott seine Tochter an wir. Macht uns dort halten, zu sein, wo Gott uns ist, auch wollen wir das nicht immer sein, auch wollen wir das nicht immer feilen. Aber die Leib von unserem himmlischen Vater ist du. Das sind nicht bis leid gewesen. Jesus läuft dich. Gottes Ehre.